Donnerstag, der 7. April 2016. Herzlich willkommen zu den Nachrichten hier bei Allgäu TV. Und das sind die Themen, die uns heute beschäftigen werden. Schulprojekt gegen Gewalt und Mobbing. Der ehemalige Bodyguard Michael Stahl zu Gast in der Mittelschule Altusried. Präzise und möglichst schnell angehende Landwirte messen ihr Können mit der Kettensäge und wie ein Mädchen mit Buch die Welt verändert. Neue Eigenproduktion im Theater in Kempten. In der Landwirtschaft ist Bayern Ökomeister in Deutschland. Mehr als die Hälfte der in Deutschland produzierten Ökomilch zum Beispiel kommt aus Bayern. Das reicht Landwirtschaftsminister Brunner aber nicht. Und so soll die Produktion von Ökoprodukten bis zum Jahr 2020 verdoppelt werden. Auch das Oberallgäu und die Stadt Kempten haben ihren Anteil daran. Stadt und Landkreis sind Modellregion und Bestandteil des Landesprogramms Bioregio Bayern 2020. Herstellung und Absatz von Bioprodukten soll mit diesem Programm ein Schub gegeben werden. Ob das Ganze auch so fruchtet, wie sich das der zuständige Minister in München vorstellt, das muss man sehen. Dass Bio als Wirtschaftszweig erkannt ist, dürfte hiermit aber klar sein. Wir haben unseren Betrieb schon 86 umgestellt. Wir sind persönlich überzeugt gewesen vom Ökolandbau. Ja, und das sind jetzt dann 30 Jahre. Wir können heuer Jubiläum feiern. Richard Haneberg ist Ökolandwirt aus Überzeugung. Und das schon so lange, dass Bio und Öko noch gar kein Trend war, sondern ein belächeltes Nischendasein fristete. Zu der Zeit war das der Ökolandbau halt wirklich eine Nische, da war man richtiger Exot. Vielleicht ist man auch ein bisschen belächelt worden oder so, aber das hat sich alles gelegt. Also wir sind ganz gut damit zurechtgekommen. Heutzutage sind Nischen in der Landwirtschaft gefragt. Nicht nur der fallende Milchpreis ist es, der die Bauern verunsichert. Das Programm des Landwirtschaftsministeriums Bioregio 2020 könnte dafür sorgen, dass einige auf Ökolandbau umsteigen. Ich denke, der Ökolandbau geht in vielen Richtungen gute Wege. Und das muss man halt ganz offen darstellen, sowohl dem Verbraucher wie auch dem Landwirt, damit man denen die Angst nimmt, hey, was kommt jetzt da auf mich zu und das ist alles ganz grün und das will ich jetzt. Sondern ich denke, das ist einfach eine Möglichkeit, die man bedenken muss. Und da halte ich diese Einrichtung von der Ökomodellregion schon für eine sinnvolle Sache. Noch ganz frisch ist der Status der Ökomodellregion Oberallgäu-Kempten. Genauso frisch im Amt ist Sarah Diem. Als Projektmanagerin soll sie dafür sorgen, dass sich mehr Bauern Öko trauen. Das kann funktionieren, indem ich Menschen miteinander vernetze. Zunächst überhaupt abfrage, was sind denn die Bedürfnisse, welche Fragen gibt es, welche Möglichkeiten haben die Bäuerinnen und Bauern in der Region mit ihren Betrieben. Und mit ihnen gemeinsam überlege, wie können wir aus diesen Herausforderungen und Möglichkeiten erfolgreiche Projekte machen? Wie können wir Lösungen finden für die Probleme in der Region? Sarah Diem wird von einer 10-köpfigen sogenannten Steuerungsgruppe unterstützt. Einer von den 10 Köpfen ist der grüne Landtagsabgeordnete Ulrich Leiner. Es geht nicht um Subventionen für Landwirte, sondern darum, den Landwirten einen möglichen Einstieg in die Ökolandwirtschaft so einfach wie möglich zu machen. Mit entsprechender Infrastruktur. Leiner war selbst Ökolandwirt und erklärt mir, dass viele Bauern den Schritt von der konventionellen in die ökologische Landwirtschaft auch aus finanziellen Gründen scheuen. Deshalb muss die Steuerungsgruppe zum Beispiel eine Logistik aufbauen für den ökologischen Landbau. Daran fehlt es nämlich bei uns, dass die Waren, die erzeugt werden, auch beim Kunden landen, dass wir einen Handel aufbauen, der die Abnehmer dann auch entsprechend beliefern kann. Was außer der Logistik notwendig ist, um Produktion und Absatz von Bioprodukten zu steigern, wer vom Programm Bioregio 2020 alles profitiert und was die Politik aus der Modellregion machen will, sehen Sie in der neuesten Ausgabe unseres Magazins aus dem Oberallgäu und Kempten.
Und diese Ausgabe sehen Sie zum ersten Mal heute Abend um 19.45 Uhr, um 20.45 Uhr und nochmal um 22.30 Uhr. In den nächsten Tagen wird es außerdem ständig in unserem Programm wiederholt. Und für alle, die es dann immer noch verpassen, www.allgäu-tv.de. Hier sehen Sie auch alle unsere anderen Sendungen. Mobbing ist ein Begriff, der in den letzten Jahren immer häufiger verwendet wird. Die zwischenmenschlichen Gemeinheiten gibt es überall, wo Menschen miteinander auskommen müssen. Am Arbeitsplatz, im Sportverein, im Altenheim, im Gefängnis und an der Schule. Über die Hälfte aller Schüler fühlen sich laut einer Umfrage der Universität Koblenz-Landau von Mobbing betroffen. Die Auswirkungen sind vielfältig, von sozialer Ausgrenzung durch Ignorieren bis hin zur psychischen und körperlichen Gewalt. Um dem vorzubeugen, hat die Mittelschule in Altusried den Gewaltpräventionsberater Michael Stahl eingeladen. Ich habe eine sehr krasse Lebensgeschichte, ja, die es auch in Buchform gibt. Und Vater war Alkoholiker, geschlagen, getreten worden, oft Sätze gehört wie du bist nichts, du kannst nichts. Und diese Du-Bist-Sätze, wenn die danach nicht in Liebe weitergehen, ja, dann hinterlassen sie Spuren. Ja. Und ich habe halt oft gehört, du bist nichts, du kannst nichts. Und so kannte ich meinen Wert nicht. Und ich habe nicht nur zu Hause, ja, unter Gewalt und Ablehnung gelitten, auch in der Schule. Auch deswegen besucht er seit 15 Jahren Schulen in ganz Deutschland. Heute vermittelt er den 9. und 10. Klassen der Mittelschule Altusried, wie sie keine Mobbingopfer werden. Das Ausgrenzen von Menschen, weil sie groß, klein, dick oder dünn sind, ist seiner Meinung nach nur das Symptom. Die Ursache liegt oft im mangelnden Selbstwertgefühl der Heranwachsenden. Dabei ist aber nicht immer alles sofort Mobbing. Wenn früher 4, 5 Leute jemand die Mütze abgenommen haben, haben einen Kreis rumgeworfen, dann war das auch nicht Mobbing. Ja. Mobbing ist für mich eine Quälerei, die tagtäglich stattfindet, ja, nicht mit Schlägen oder mit Tritten, sondern einfach mit Worten auf der psychischen, ja, Ebene. Und manchmal habe ich auch festgestellt, je intelligenter die Menschen sind, ja, desto mehr quälen sie sich hintenrum. Ja. Und ich habe auch erlebt, dass ja, diejenigen, ja, die weniger reden, ja, sondern dass die eher mal zuschlagen. Ja. Aber dieses nicht mehr miteinander reden, dieses Verletzende, dieses Ausgrenzen kann manchmal noch viel mehr wehtun, ja, als ein Schwitzkasten oder ein Schlag. Auf das Miteinander kommt es Michael Stahl an. Für ihn beginnt es schon bei der Begrüßung. Ein kräftiger Händedruck, ein Blick in die Augen und ein Lächeln im Gesicht. Das ist für ihn selbstverständlich. Die Ursachen, warum das heute nicht mehr so ist, sieht Stahl in Spielkonsolen, Handys und den Medien. Kinder und Jugendliche verbringen keine Zeit mehr im Freien und mit anderen Menschen. Dadurch verlernen sie soziale Grundlagen. Liegt der Verdacht nahe, dass der Gewaltpräventionstrainer sich die gute alte Zeit zurückwünscht? Früher war nicht alles besser, aber es geht wohl darum, den Menschen wieder auf ihrer Sehnsuchtsebene zu begegnen. Und das ist halt die Frage, ja, wenn ich Kinder und Jugendliche, ja, diese Frage stelle, was würdest du am liebsten, ja, machen mit deinem Papa, mit deinem Opa, mit deinem allerbesten Freund, dann ist diese Frage noch nie mit Computerspiele oder Playstation beantwortet worden, sondern immer mit alles, was mit Abenteuer, Sport und Natur zu tun hat. Das Baumhaus zu bauen, Fischen, Klettern, am Lagerfeuer sitzen. Das heißt, das sind die Sehnsüchte, die in den Jungs drinstecken. Und die Mädchen, wenn ich die frage, was willst du denn am liebsten mit der Mama, mit der Oma oder mit der allerbesten Freundin machen, dann kommen halt Antworten wie zum Shoppen gehen oder wie kochen und Kuchen backen. Die Lehrerin Marianne Roth hat Michael Stahl nach Altusried geholt. Sie selbst war schon zweimal Gast bei Vorträgen des ehemaligen Bodyguards. Seine direkte und unkonventionelle Art hat sie überzeugt. Er holt sie da ab, wo sie sind. Und er sagt auch nicht zu den Tätern, ihr müsst alle nett sein und redet ihnen ins Gewissen, sondern er nimmt die Täter einfach auch so an, wie sie sind, versucht ihren Selbstwert zu heben, damit sie später nicht das Bedürfnis haben, Täter zu werden und schwächere Leute zu unterdrücken. Stahl hält auch immer wieder Vorträge für Eltern. In denen will er Wege aufzeigen, wie sie das Selbstwertgefühl ihres Nachwuchs stärken können, damit die Jugendlichen weder Opfer noch Täter werden. Hier geht's gleich mit Kompakt weiter. Den aktuellen Nachrichten aus der Region bleiben Sie also dran. Freitag und Samstag gibt es neuen Schnee, bevor wir uns am Sonntag über Sonne freuen dürfen.
wenn der Genuss nach dem Skilauf noch gesteigert wird? Dann bei den Weingondeln in Lechzils am Arlberg. Jetzt informieren, jetzt planen, jetzt bauen. Jetzt hingehen zu den Allgäuer Immobilien- und Bautagen auf dem Messegelände Eisstadion in Kempten. Über 100 Aussteller informieren Sie über wirklich alles, was Sie für Neubau, Umbau, Sanierung oder ein schöneres Zuhause wissen müssen. Erleben Sie Vorträge, Ausstellungen und interessante Aktionen. Bei den Allgäuer Immobilien- und Bautagen am 16. und 17. April von 10 bis 18 Uhr. Deutschlands einziges Hutmuseum. Ausgezeichnet mit dem Bayerischen Museumspreis 2015. 300 Jahre Hutgeschichte. Zum Anfassen und Aufsetzen. Hutmuseum Lindenberg. Jetzt entdecken. Oberstaufen zeigt Leistung beim verkaufsoffenen Sonntag mit PS-starker Automobilausstellung namhafter Marken. Da wird der Bummel durch Oberstaufen zum Erlebnis. Herzlich willkommen zum verkaufsoffenen Sonntag am 10. April in Oberstaufen. Zum Einkaufen, Erleben und Genießen. Sport und Danceparty zugleich. Besser geht's nicht. Professionelle Aqua-Zumba-Trainer zeigen euch zu heißen lateinamerikanischen Rhythmen, wie es geht. Ihr zahlt nur den Eintritt, die Zumba-Kurse sind kostenlos. Auf geht's zum erfrischendsten Workout aller Zeiten. Kompakt am 7. April 2016. 100.000 Euro. So hoch schätzt die Polizei die Schadenssumme beim schweren Unfall gestern Nachmittag im Kohlbergtunnel. Darüber gibt es jetzt auch nähere Erkenntnisse. Ein Lkw-Fahrer hatte laut Polizei das Stauende übersehen und war nahezu ungebremst auf den vor ihm stehenden Kleintransporter geprallt. Dieser schob durch den Schwung insgesamt 4 weitere Autos zusammen. Der Fahrer des Kleintransporters wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die Autobahn war aufgrund des Unfalls und einer dort befindlichen Baustelle in beide Richtungen gesperrt. Und zwar bis in die Abendstunden, denn gegen 17 Uhr ereignete sich in dem Bereich ein weiterer Unfall. Die 69-jährige Fahrerin eines Pkw übersah ihrerseits das Stauende und prallte mit nahezu voller Geschwindigkeit in den Auflieger eines Lkw. Die Frau wurde eingeklemmt und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Sie wurde per Rettungshubschrauber in ein Unfallkrankenhaus geflogen. Gegen den 55-Jährigen, der im vergangenen Sommer in diesem Haus einen Brand gelegt hatte, wurde jetzt ein Verfahren vor dem Landgericht Kempten eröffnet. Laut Aussage eines Gutachters war der Mann zum Tatzeitpunkt psychisch krank, erlitt unter Verfolgungswahn und Schizophrenie. Der Beschuldigte hatte im Keller des Hauses ein Feuer gelegt und dann eine Gasleitung beschädigt. Feuerwehrkräfte konnten gerade noch eine Gasexplosion verhindern. Ein Urteil ist allerdings noch nicht gefallen. Kurz vor Ende der Verhandlung beantragte der Anwalt des Verdächtigen eine Vertagung. Nächster Termin ist der 22. April. Weil er seinen Hund retten wollte, ist gestern Nachmittag ein 67-jähriger Urlauber in Sonthofen ums Leben gekommen. Der Mann wollte offenbar seinen in Not geratenen Hund aus der Ostrach ziehen. Dabei unterschätzte er die Strömung und geriet selbst in Not. Ein vorbeigehender Spaziergänger entdeckte den um Hilfe rufenden Mann und verständigte den Rettungsdienst. Die alarmierten Polizeibeamten sprangen selbst in die Ostrach, um den Mann zu retten. Sie zogen den Verunglückten ans Ufer und übergaben ihn dort dem wartenden Rettungsdienst. Trotz des Aufgebots an Rettungskräften und sofort eingeleiteter Wiederbelebung starb der 67-Jährige noch am selben Abend im Krankenhaus. Die Immenstädter sollen mit darüber entscheiden, wo die Stadt sparen soll und wo nicht. Entsprechende Vorschläge nimmt die Stadtverwaltung entgegen. Über sie kann im Mai abgestimmt werden. Die Stadt Immenstadt ist chronisch klamm in der Kasse. Im Gespräch war zwischenzeitlich sogar eine Schließung des Hallenbades. Die Hochschule Kempten plant ein neues Gebäude. Darin sollen Labore, Hörsäle und Flächen für die Forschung im Technologiezentrum untergebracht werden, so Hochschulpräsident Professor Dr. Robert Schmidt. Beim Wissenschaftsministerium sei bereits der Antrag gestellt worden, das 60 Millionen Euro teure Vorhaben in den Haushalt 2017-2018 aufzunehmen. Im Juni oder Juli könnte die Entscheidung darüber fallen. Mit diesen Plänen reagiert die Hochschule auf die steigenden Studentenzahlen. Das geplante Businesshotel in Marktoberdorf wird realistischer. Der Petitionsausschuss des Bayerischen Landtages hat dem Projekt jetzt grundsätzlich grünes Licht gegeben. Zuständig für die Baugenehmigung sei ausschließlich das Landratsamt, so der Ausschuss.
Wie berichtet, wünscht sich die Marktoberdorfer Wirtschaft ein weiteres Hotel für ihre Geschäftskunden. Einige Bürger kritisieren aber vor allem den geplanten Standort. Zum Sport. Der FC Memmingen steht erstmals im Halbfinale des Toto-Pokals des Bayerischen Fußballverbandes. In einem intensiven Viertelfinalspiel gewannen die Allgäuer gestern Abend beim Regionalliga-Kontrahenten TSV Buchbach mit 4:2. Damit sind die Memminger nicht nur eine Runde weiter, sie nahmen auch Revanche für die Liga-Niederlage am Ostermontag. Nächster Gegner im Pokal wird Würzburg sein. Das Spiel findet voraussichtlich am 20. April statt. Und das war Kompakt am 7. April 2016, das Wetter. Die kommende Nacht wird eine regnerische Nacht mit frischen Temperaturen zwischen 3 und 5 Grad. Der Freitag startet ebenfalls nass, die Temperaturen steigern sich nur wenig auf 5 bis 8 Grad. Auch am Nachmittag ist keine Wetterbesserung zu erwarten. Bei Dauerregen werden maximal 9 Grad erwartet. Auf den Allgäuer Bergen bewegen sich die Temperaturen um den Gefrierpunkt. Die niedrigste Temperatur von minus 5 Grad wird auf dem Nebelhorn erwartet. Niederschlag ist auf allen Gipfeln angesagt. Die Schneefallgrenze liegt bei 1200 Metern. Die Vorschau für das Wochenende. Nur noch am Samstag hält sich der Regen bei Temperaturen zwischen 2 und 7 Grad, bevor der Sonntag seinem Namen alle Ehre macht und die Sonne wieder zum Vorschein kommt. Im Wechselspiel mit den Wolken steigern sich die Temperaturen auf 5 bis 11 Grad. Dieser Trend setzt sich am Beginn der nächsten Woche fort. Bei einem Mix aus Sonne und Wolken klettert das Thermometer auf maximal 14 Grad. Das Allgäu, grüne Wiesen und Wälder. Und im Winter, wenn auf den Wiesen nicht mehr so viel zu tun ist und die Kühe im Stall stehen, geht die Waldarbeit los. Anders als im Rest von Deutschland sind in Bayern und vor allem im Allgäu noch sehr viele Wälder im Besitz der Landwirte. Doch so ein Wald wächst nicht einfach so vor sich hin. Er muss gehegt und gepflegt werden. Dazu gehört auch Holz machen. Eine sehr gefährliche Tätigkeit, bei der jedes Jahr Menschen verunglücken. Deswegen ist ein Teil der Ausbildung zum Landwirt die Forstwirtschaft. Heute konnten sich die Azubis aus dem Allgäu beim forstlichen Wettbewerb im Umgang mit der Kettensäge und beim Bäumepflanzen messen. Noch lacht Matthias Miller zusammen mit dem Prüfer des forstlichen Wettbewerbs. Matthias ist 18 Jahre alt und im zweiten Ausbildungsjahr zum Landwirt. In maximal 30 Sekunden soll der Azubi eine Scheibe vom Stamm absägen. Keine leichte Aufgabe, denn unter den Sägespänen liegt ein Brett, das er nicht beschädigen darf. Im Wald liegen die Stämme oft auf Steinen und Erde, Gift für die scharfe Kette. Einmal zu weit gesägt und die Kette muss zum Schärfen. Aber 3,5 Zentimeter vom Stamm stehen zu lassen, das ist schon viel. Dementsprechend ist die Reaktion. Das ist jetzt nicht so gut gelaufen, weil ich habe unter ziemlich viel Staulauf und hat halt Abzug gegeben. Und 27 von 50. Ich bin jetzt nicht so zufrieden. Aber kann man jetzt nichts machen. Außer es bei der nächsten Aufgabe besser zu machen. Jetzt kommt die Falkerbe und der Fellschnitt. 100 Punkte gibt es hier für Matthias zu holen. Dazu muss er den Stamm so ansägen, dass er auf einen bestimmten Punkt fallen würde. Die Prüfer und die Teilnehmer sprechen von der Königsdisziplin des Wettkampfs. Weil im Wald ist wichtig, wo der Baum hinfällt. Da kann ziemlich viel passieren und deswegen ist es wichtig, dass du das Ziel genau hinkriegst und auch ohne Fehler oder halt möglichst wenig Fehler. Und weil das so gefährlich ist, sollte jeder Waldarbeiter, bevor er den Baum fällt, Achtung oder Vorsicht rufen. Matthias hat das leider vergessen, minus 10 Punkte. Doch im Großen und Ganzen sind die Prüfer mit den Leistungen zufrieden. Also es gibt sehr gute und es gibt auch, die haben halt, es gehört auch ein bisschen Glück dazu, das brauchen sie auch. Und bei manchen ist Glück gut und bei manchen ist es halt nicht so. Also vom Können her sind sie relativ gut, da muss ich sagen, stellen sie sich gut an. Wer viel fällt, muss auch viel anpflanzen, sonst ist der Wald irgendwann Geschichte. Das hat Matthias noch nie gemacht,
Die Aufgabe? 10 Bäumchen in eine 15 Meter lange Reihe pflanzen. Dabei kommt es auf den richtigen Abstand, Pflanztiefe und die Technik an. Am Ende hat er für die Aufgabe etwas mehr als 13 Minuten gebraucht. Maximal 10 waren die Vorgabe, doch die Zeit ist nicht ausschlaggebend. Der einzige Abzug, was es gibt, oder? Das ist nur die Zeit. Okay. Und das ist auch gar nicht so schlimm, weil wirklich die Qualität von der Pflanzung ist viel wichtiger als der Pflanzleistung. Also so darfst du weitermachen. Und das macht er auch mit dem Kombinationsschnitt. Einmal von unten und einmal von oben schneidet er den Stamm. Diese Technik kommt im Wald oft zum Einsatz, wenn ein Baum sich verkeilt hat. Die Prüfer nehmen es ganz genau. Auf den Millimeter messen sie, ob Matthias es geschafft hat, die zwei Schnitte wie einen aussehen zu lassen. Nicht ganz, es wird wieder Abzüge geben. Eine durchwachsene Bilanz zieht Matthias nach 2,5 Stunden Wettkampf. Es ist nicht so gut gelaufen, wie ich mir erhofft habe, aber da kann man nichts machen. Bin jetzt nicht der Beste und nicht der Schlechteste, also ist halt so. Und ich finde, das Wichtigste ist eh, dass draußen im Wald, dass da alles glatt läuft. Und das ist das Wichtigste. 243 Punkte von 350 hat er erreicht. Damit wird er wohl im vorderen Drittel landen. Jetzt macht Matthias Miller aber erstmal Feierabend. Dass Mädchen in ihrer Heimat Pakistan zur Schule gehen können, das ist ihr größtes Anliegen und dafür kämpft sie. Malala Yousafzai, für diesen Kampf ausgezeichnet vor etwa 2 Jahren mit dem Friedensnobelpreis und zahlreichen anderen Auszeichnungen, unter anderem dem Memminger Freiheitspreis. Die 18-Jährige beeindruckt mit ihrem Kampf und ihrem Leben auch das Theater. Eine Geschichte über sie bringt jetzt das Theater in Kempten auf die Bühne. Mehr dazu gleich. Radl Stadl Dickenreishausen. Mehr Auswahl, mehr Leistung, mehr Service. Radl Stadl Dickenreishausen, A7 Ausfahrt Memmingen. Wassenbär, das Haus der Jagd und Tracht in Kempten. Für jeden das passende Rad. Radlstadel. Dickenreishausen. Radl-stadel.de. Gut geht's uns schon, uns Allgäuer. Unsere Heimat, unsere Natur und unsere Traditionen gibt's kein zweites Mal. Und erst unsere Leute. Die denken sich lieber mehr, als sie sagen. Gern bei einem Allgäuer Büblebier. Unserem Bier. Allgäuer Büblebier aus dem Allgäuer Brauhaus. Unser Bier. MyClickCard, die exklusive Kundenkarte für das Allgäu und die Bodenseeregion. Viele Vorteile und Sofortrabatte. Hier kaufen, hier sparen. Bei unseren Vorteilspartnern erhalten Sie alle Angebote ein ganzes Jahr lang. Mehr Infos unter www.myclickcard.de. Küchenmeier, die Küchennummer 1 im Allgäu. Bei uns erhalten Sie genau die Küche, die perfekt zu Ihrem Lebensstil passt. Und das mit unserem bekannt guten Service. Versprochen, innovative Küchen in Top-Qualität. Überzeugen Sie sich. Vor fast 4 Jahren wurde ein pakistanisches Mädchen im Schulbus auf dem Weg nach Hause angeschossen. Ein Schuss, der sie fast das Leben kostete, abgefeuert von den Taliban. Der Grund? Malala Yousafzai wollte einfach nur zur Schule gehen. Heute kämpft die inzwischen 18-Jährige erst recht für die Bildung von Mädchen in Pakistan und erhielt dafür sogar vor 2 Jahren den Friedensnobelpreis. Damit geht sie nicht nur als jüngste Nobelpreisträgerin in die Geschichte ein, sondern auch als Vorbild vieler. Ihre Geschichte wird ab Freitag im Stück Malala – Mädchen mit Buch im Theater in Kempten erzählt. Was Terroristen am meisten fürchten, ist ein Mädchen mit Buch. Ein Satz, der das Schicksal von Malala Yousafzai gut beschreibt. Eine ungewöhnliche Geschichte eines eigentlich ganz normalen Mädchens in Pakistan. Silvia Armbruster zeigt diese Geschichte in ihrem neuen Stück im Theater in Kempten. Ich hatte die Biografie mir mehr oder weniger zufällig besorgt. Also ich wusste eigentlich gar nicht, wer Malala Yousafzai ist. Hatte die auf dem Schreibtisch liegen, hatte sie noch nicht gelesen und meine Tochter hat, weil da vorne ja dieses Mädchengesicht abgebildet ist, sich das Buch genommen, weil sie gedacht hat, das ist ein Kinderbuch und hat das gelesen und hat mir das zurückgebracht und hat gesagt, Mama, das ist ganz
unglaublich, dass ein Mädchen sich lieber erschießen lässt, damit es zur Schule gehen kann. Und ich habe so oft keine Lust. Und das inspirierte Sylvia Armbruster, das Stück über Malala zu zeigen. Der Autor Nick Wood hat bereits ein Stück darüber geschrieben. So entschied sich Armbruster, das Werk aufzuführen und fragte dafür Julia Jaschke an, die die Hauptrolle der Susanne Monbichou spielt. Also es ist eine Schriftstellerin, die eben viele, also die Gegenwartsdramastücke schreibt, also die sich einen Stoff sucht aus der Gegenwart und den quasi bearbeitet zu einem Theaterstück und dafür Recherche betreibt und so weiter. Und sie ist ein bisschen, wie sagt man, Susanne, wie eigentlich der Name schon sagt, Susanne Monbijou. Also sie ist so ein bisschen so. Damit Susanne ein Stück über Malala schreiben kann, betreibt sie Recherche. Da Susanne nicht einfach nach Pakistan fliegen kann, sucht sie im Internet, der Zeitung und bei Muslimen selbst nach Informationen. Und sie stellt dabei fest, dass sie bestimmte Bilder vom Islam hat, in eine bestimmte Diskussion um den Islam, um den radikalen Islam, um den aufgeklärten Islam bereits eingetaucht ist, also dass sie in keiner Weise neutral sich diesem Thema nähern kann, sondern dass sie eben das Kind ihrer Zeit ist und als das Kind ihrer Zeit versucht, sich irgendwie diesem Thema anzunähern. Und sie stolpert sozusagen immer wieder über ihre eigenen Vorurteile. Dennoch versucht Susanne, die ganze Geschichte zu erzählen. Sie beginnt viele Jahre vor dem Anschlag, als die 11-jährige Malala noch unter einem Pseudonym für die pakistanische BBC ein Blog-Tagebuch verfasst, geht zu den Auseinandersetzungen mit den Taliban über den Anschlag im Oktober 2012, der Malala fast das Leben kostete. Erstmal hat sie noch überhaupt keine Beziehung zu Malala und je mehr sie sich aber mit dem Thema beschäftigt und mit Malala beschäftigt und desto mehr, also sie mag dieses Mädchen sehr. Die Biografie von Malala spielt im Stück eine große Rolle. Es wird deutlich, dass ihr Schicksal kein Einzelschicksal ist. Im Gegenteil. Sie sagt, ich erzähle meine Geschichte nicht, weil sie so selten ist, sondern weil sie so oft vorkommt. Also für mich ist es jemand, der sich mit einem enormen Mut einsetzt für Mädchenbildung. Höhere Bildung für Mädchen. Auch wenn das Stück ein Monolog ist, wirkt es nicht eintönig. Die Hauptperson versetzt sich in verschiedene Rollen hinein und bindet die Zuschauer in das Geschehen mit ein. Also ich glaube, wenn wir es schaffen könnten, dass wir die Zuschauer überhaupt zum Nachdenken und zum sich da mit diesem Thema beschäftigen kriegen könnten, dann wäre das schon toll. Und mit Nachdenken meint das Stück nicht, sich nur über Malalas Geschichte Gedanken zu machen, sondern auch ähnliche Fälle überall auf der Welt zu erkennen. Morgen findet die Premiere von Malala, Mädchen mit Buch, statt. Am Samstag gibt es dann nach der regulären Vorstellung noch eine Podiumsdiskussion über die Thematik des Stücks. Dabei sind unter anderem der Autor Nick Wood und die Regisseurin Sylvia Armbruster. Und das waren die Allgäu TV Nachrichten für heute. Morgen sehen wir uns hoffentlich wieder. Bis dahin.